Alexander Triput ist eine paralympische Ikone. Mit einer Sehbehinderung geboren, gewann der Weißrusse bereits 2004 paralympisches Gold im Speerwerfen. Ein Unfall 2013 veränderte sein Leben aber schlagartig. Triput fiel beim Versuch, eine Fernsehantenne anzubringen, 4 Stockwerke tief auf die Erde. Seitdem sitzt er im Rollstuhl. Damit er seinen Traum vom Sport weiterleben kann, sammelten Top-Athleten aus ganz Europa bei einem Charity-Wettkampf Geld für Triput. Auch die Fußballer von Bate Borisov halfen mit. Inzwischen hat Triput einen Rollstuhl für Leistungssport und entsprechende Trainingsgeräte. Es ist toll, dass die Leute mich unterstützen. Ich werde die beste Unterstützung der Welt haben. Nicht nur in Weißrussland, in der Welt. Jeder ist meinetwegen nervös und ich möchte niemanden im Stich lassen. Triput, der schon insgesamt 3 paralympische Medaillen im Speerwurf und Zehnkampf gewonnen hat, hat monatelang trainiert und sich bereits im März für die Paralympics in Rio qualifiziert. Dennoch erwartet ihn starke Konkurrenz. Die Paralympics, da sind starke Athleten am Start. Das ist Wettkampf, da gibt es beeindruckende Ergebnisse. Der Weltrekord in ihrer Gruppe wurde bei der EM aufgestellt, also wird der Wettkampf sehr hart werden. Trotz aller Rückschläge will Triput auch in Rio eine Medaille gewinnen. Und er weiß, wenn es einer schaffen kann, dann er.